Einen wunderschönen guten Morgen. Heute habe ich aus dem Rororo Verlag mitgebracht das Betriebsfest von 1967. Geschrieben wurde es von William Sanson im Alter von ungefähr 40 Jahren. Im Original heißt das The Last Hours of Sandra Lee von 1961. Es handelt sich um ein Betriebsfest bzw. um die Sandra Lee, die von ihrem Freund gefragt wurde, ob sie ihn heiratet. Und mit ihm dann in eine andere Stadt zieht, dann müsste sie auch den Betrieb, ihre Arbeitsstelle verlassen und andere Leute kennenlernen. Aber zuvor gibt es noch ein Betriebsfest und daran nimmt sie teil. Der Buch Vorderseite und der Buch Rückseite wurde von Eva Kausche-Kongsbach gemalt. Das ist eine Buchkünstlerin, die mehrere Bücher illustriert hat und Cover gemalt hat. Kann man ganz gut auf Googles Bildersuche einige Werke von ihr finden. Rororo, der Verlag, wurde ungefähr 1908 gegründet. Er hat öfters mal eine Neugründung erfahren, laut Wikipedia dreimal. Rororo Taschenbücher gibt es seit 1950 und die Abkürzung Rororo steht für Rowolds Rotationsromane. Rororo. So, William Sanson hat von 1912 bis 76 gelebt in London, da ist er geboren und gestorben, hat so nach meiner Recherche 16 Bücher geschrieben. So sieht jetzt mal die erste Seite aus. Ich lese mal kurz einen Abschnitt vor. Denn heute würde einem langen Jahr ein langer Tag folgen. Es war Freitag, der 23. Dezember, der Tag der Bürofeier. Am Nachmittag würde es chaotisch zugehen. Schon jetzt konnte man das Büro kaum noch grau nennen. Denn neben jedem Schreibtisch und überall in den Schubladen lagen Päckchen und standen in Seidenpapier eingewickelte Flaschen. Manche nahe an einem Heizkörper, sodass das Papier in der Hitze festlich knitterte. Rotes und grünes Weihnachtsgeknister. Aber würde sie, Sandra, wirklich an dieser Feier teilnehmen? Ihr Herz pochte wieder bis zum Hals, wie jedes Mal, wenn sie daran dachte. Und jetzt machen wir noch den letzten Abschnitt im Buch. Und sie war es auch, die sagte, lasst uns gehen. Dorthin, wo sie heute Abend eine Frau werden sollte, obgleich sie das auf entscheidende Weise während der letzten blühenden Stunden bereits geworden ist. Wir haben auch noch eine Vorschau auf einen anderen William Sanson Roman. Dann nochmal eins. Und John Collier. Und noch ein Küsschen. Und zum Schluss noch, morgens um 7 ist die Welt noch in Ordnung. Ja, heißt morgens um 7. Stimmt eigentlich auch. Falls jemand noch mehr von William Sanson weiß, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich wünsche einen schönen Tag. Wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder. Tschüss.